Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu meinen bereisten Ländern vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Neuseeland. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel dann auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch da oben auch noch einmal verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein. Will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen aus diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Wie immer beginnen wir an dieser Stelle mit den Tipps zur Anreise. Neuseeland liegt von Europa aus auf der anderen Seite der Erde. Das bedeutet, dass man für eine Anreise mit dem Flugzeug allein schon 24 Stunden in der Luft ist. Die Transferzeiten im System Flughafen nicht mitgerechnet. Weil das an die Substanz gehen kann, kann es sinnvoll sein, auf halber Strecke einen Stopover einzulegen. Ich war zum Beispiel 3 volle Tage in Singapur. In diesem Fall waren das etwa 2×12 Flugstunden. Umsteigeverbindungen werden über Asien angeboten. Einer der längsten Flüge verbindet außerdem Doha mit Auckland. Aufgrund der immensen Distanz bewegen sich die Flugpreise auch im Bereich von 1000 bis 1500 Euro. Meist wird man auf der Nordinsel in Auckland ankommen. Inlandsflüge gibt es preiswert und man kann so zum Beispiel von Auckland auch nach Christchurch auf der Südinsel weiterfliegen. Die Einreise ist recht einfach. Pass vorzeigen, kein Visum vorneweg, einfach rein. Zur Einreise muss noch eine Arrival Card ausgefüllt werden, die meist schon vorab während des Reiseflugs verteilt wird. Hier wird man zum Beispiel nach dem Reisezeitraum gefragt und ob man Pflanzen oder Gemüse bzw. Obst einführt. Stressfrei geht es natürlich vonstatten, wenn nichts davon im Reisegepäck ist. Neuseeland ist eines der Ziele, welches am weitesten von Deutschland entfernt liegt. Wohl auch ein Grund, warum das Land uns so verzaubern kann. Neuseeland gliedert sich in eine Nord- und eine Südinsel. Während die Südinsel geringer besiedelt ist, geht es auf der Nordinsel marginal dichter bevölkert zu. Meiner Meinung nach vermag die Südinsel ja noch etwas mehr landschaftlich zu verzaubern und auch wegen ihrer Größe sollte man hier etwas mehr Zeit als für die Nordinsel einplanen. Beide Inseln werden neben Flug auch durch eine Fährverbindung verbunden. Landschaftlich zieht Neuseeland dagegen alle Register. Berge, Fjorde, weite Graslandschaften, Regenwald, Vulkanismus und Traumstrände kann man hier ebenso finden wie eine unzählige Anzahl an Schafen, die das Landschaftsbild zieren. Die Landschaft bezeichnen die Neuseeländer gern wie ihre Wettersituation auch gern als changeable. Viele Nationalparks sind, verglichen mit denen in den USA, kostenlos, man verlangt also keinen Eintritt. Spenden werden über bereitgestellte Sammelbehälter aber gern genommen. Die Distanzen sind nicht so groß zwischen den Ortschaften, fährt man öfter gerne mal nur so 50 bis 100 Kilometer. Aber man benötigt auf der Straße doch schon teilweise einiges mehr an Zeit, da es Abschnitte gibt, die sehr kurvenreich sind, insbesondere auf der Südinsel. Der Neuseeländer an sich ist freundlich und hilfsbereit, es wird Englisch gesprochen und auch die Aussprache ist meist klar und sehr gut verständlich. In fast jeder Ortschaft gibt es im Übrigen auch öffentliche Toiletten. Neuseeland unterliegt durch seine Lage einer jahreszeitlichen Prägung. Sommer und Winter sind naturgemäß vertauscht, da das Land auf der Südhalbkugel liegt. Im neuseeländischen Sommer zur Jahreswende kann man Sommer wie in Europa erleben, die Winter erinnern ebenfalls auch an europäische Verhältnisse. Im Dezember, zum Zeitpunkt meiner Reise, war von Regen bis purem Sonnenschein im Bereich von 15 bis 30 Grad alles dabei. In Neuseeland liegen 220 Volt an den Steckdosen an. Es ist ein Adapter für die Schuko-Stecker erforderlich. Der Steckdosentyp in Neuseeland ist der gleiche wie in Australien, also mit den schräg stehenden Stiften. Landeswährung ist der Neuseeland-Dollar. Bargeld kann gegen eine geringe Gebühr aus einem der vielen ATM-Automaten gezogen werden. In der Praxis kann man de facto überall mit Kreditkarte bezahlen. Etwas Bargeld ist aber dennoch nicht verkehrt. Viele Hotels und interessante Orte bieten öffentliche WLAN-Hotspots, die jedoch einen Account verlangen. Eine Stunde kann schon mal 5 bis 10 Neuseeland-Dollar kosten. Ein größerer Mobilfunkanbieter mit einem roten Logo hat eine gute Netzabdeckung im ganzen Land, auch wenn man sich auf der Fähre zwischen den Inseln befindet. Weite Teile der Nationalparks auf der Südinsel an der Westküste sind jedoch sehr zerklüftet und nicht vollends ausgeleuchtet.
Eine Prepaid-Karte mit 2 GB Daten gibt es zum Beispiel für 49 neuseeländische Dollar. Das Einkaufserlebnis ist mit demjenigen in Europa vergleichbar. Supermärkte für Lebensmittel heißen hier Foursquare oder New World. Gerade die Foursquare-Shops sind in kleineren Ortschaften zu finden. Bezahlen kann man bequem per Kreditkarte oder in Bar. Mietwagen werden von den international agierenden Ketten am Flughafen angeboten. Darüber gibt es noch weitere Verleiher, die sich speziell auf Camper oder auch Sleepervans spezialisiert haben. Für meine Reise habe ich mich für einen kleinen Campervan entschieden, um Neuseeland naturnah per Camping zu erleben. Dazu gleich mehr beim nächsten Punkt. Vor einer Neuseelandreise muss man schon eine Grundsatzentscheidung treffen. Wie will man übernachten? Hotels sind in guter Anzahl vorhanden. Doch besonders Camping ist hier interessant. Und nicht nur das, die Neuseeländer lieben Camping. Das beweisen die vielen Campingfahrzeuge, die zur Saison auf den Straßen unterwegs sind. Typische Anbieter heißen Juicy's, Apollo und Brits. Campingplätze gibt es in vielen Städten und auch zwischendurch. Der Übernachtungspreis für einen Stellplatz mit Strom liegt im Bereich zwischen 15 bis 45 neuseeländische Dollar. Wildcamping ist dort erlaubt, wo es nicht durch Schilder explizit verboten ist, beziehungsweise wo ein Besitzer Anspruch auf seine Grundstücksnutzung stellen könnte. Im Zweifel fragt man. Zum Wildcampen bieten sich zum Beispiel viele gewöhnliche Parkplätze an. Wenn man noch solche wählt, die auch mit einem WC ausgestattet sind, kann das ein nettes Feature sein. Wildcampen ist ohnehin nur erlaubt, wenn das Fahrzeug als self-contained deklariert ist. Das heißt, wenn eine Campingtoilette zum Ausstattungsumfang gehört. Nochmal kurz zurück zu den Parkplätzen. Diese sind auf der Südinsel an der Ostküste und den großen Seen in der Landesmitte sehr gut vorhanden. Im Süden etwas seltener und an der Westküste in den Nationalparks wird teilweise auch eine Gebühr verlangt, pro Erwachsener ungefähr 6 neuseeländische Dollar die Nacht. In Neuseeland herrscht Linksverkehr. Wichtig hier, auch im Linksverkehr gilt rechts vor links. Kreisverkehre durchfährt man folglich auch im Uhrzeigersinn. Vor dem Einfahren in einen Kreisverkehr blinkt man dahin, wo man rausfahren möchte. Wilde Tiere sind wenig zu erwarten, höchstens mal nicht eingezäunte Kühe oder Schafe auf der Straße. Grundsätzlich nehme man sich viel Zeit, die Streckenverläufe sind teilweise extrem kurvenreich. Schnurgerade Strecken gibt es auf der Südinsel eher selten. Ja, es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km pro Stunde über Land, die zwar auch immer angeschlagen sind, teilweise aber aufgrund der starken Kurvenausprägung nicht immer gefahren werden können. Vor vielen Kurven stehen zudem Schilder mit den für die Durchfahrt empfohlenen Geschwindigkeiten. Und eben aufgrund der Streckenführung empfinde ich als gesunde Tagesration 350 km zwar als zumutbar. Bis 500 km an einem Tag könnte man schaffen, aber das wird dann schon ein ziemlich strammes Programm. Der Straßenbelag ist abgesehen von einigen Schotterpisten in sehr gutem Zustand. An neuseeländischen Tankstellen gibt es oft noch den Tankwartservice. Ein Fill-up genügt und man bekommt das Fahrzeug aufgetankt. Trinkgeld wurde aber nirgendwo gefordert. Tankstellen gibt es nicht pauschal in jeder kleineren Ortschaft. Manchmal sieht man auf der Südinsel auch ein Schild No Fuel for 90 Kilometers. Auch wichtig zu wissen, im Milford Sound auf der Südinsel gibt es keine Tankstelle. Also in Te Anu auftanken, die Strecke hin und zurück sind 240 Kilometer. Die Benzinpreise sind vergleichbar mit europäischem Niveau. Diesel ist etwas günstiger. Für Diesel muss aber eine kilometerabhängige Abgabe pro 100 Kilometer gezahlt werden, die den Preisvorteil gleich wieder schrumpfen lässt. Das waren in Kürze meine Tipps für Neuseeland. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir aber noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.